Mit Mailify erstellen und versenden Sie Ihre Newsletter-Kampagnen auf einfache Weise. Klicken Sie auf der Homepage auf Kampagne erstellen, um komplett von vorne zu beginnen. Im Menü links werden Sie durch Ihre einzelnen Schritte geleitet, um Ihre Kampagne zu erstellen. Als erstes können Sie Ihre Kampagne benennen und die Einstellungen vornehmen, die Sie benötigen. Als nächstes können Sie auswählen, wer Ihre Kampagne empfangen soll. Sie können entweder eine bereits erstellte Kontaktliste nutzen oder Sie können eine Kontaktliste von Ihrem Computer importieren. Sie können beispielsweise eine Excel-Datei hochladen. Mailify kann Ihre Kontaktliste analysieren und automatisch korrigieren. Sobald Ihre Kontaktliste bereit ist, können Sie die Nachricht bearbeiten. Geben Sie hier den Betreff Ihrer Nachricht ein. Personalisieren Sie die Daten, um bessere Resultate zu erzielen. Sie werden gebeten, die E-Mail-Adresse des Absenders einzugeben, sowie den Namen, der angezeigt werden soll. Wie Ihre Nachricht in Desktop-basierten und mobilen Mail-Programmen angezeigt wird, sehen Sie hier. Wechseln wir zu den HTML-Vorlagen. Wenn Sie gerne ein HTML importieren möchten, können Sie dies hier tun. Oder Sie können Ihre Nachricht mit dem E-Mail-Builder erstellen. Damit können Sie Ihren Newsletter mit Drag-and-Drop-Modulen schnell und einfach erstellen. Wir stellen Ihnen auch unzählige professionelle Vorlagen zur Verfügung, die Sie personalisieren können. Entscheiden wir uns für eine Vorlage. Sie können bereits formatierte Vorlagen nutzen, das Design anpassen. Zeileneinzüge, Rahmen, äußere Ränder, Zeilenhöhen, Schriftarten anpassen und gar Themen und Farben personalisieren. Sie können Texte einfach bearbeiten, Bilder hinzufügen oder Buttons und Links erstellen. Sie können ein Bild aus unserer lizenzfreien Bildergalerie wählen oder ein eigenes Bild von Ihrem Computer hochladen. Sie können die Bilder direkt in der Applikation bearbeiten und zuschneiden. Klicken Sie auf das Mobilpiktogramm, um eine Vorschau der mobilen Version zu sehen. Wenn Sie mit der Erstellung Ihrer HTML-Version zufrieden sind, können Sie die Textversion bearbeiten. Dies hilft denjenigen Empfängern, deren Mailprogramme kein HTML lesen können. Sie können die Anpassungen der HTML-Version einfach und schnell übernehmen. Alle Links aus Ihrer Nachricht finden Sie hier. Und hier können Sie auch die Links zur Webkopie und zum Opt-out einstellen. Starten Sie eine Vorschau und sehen Sie, wie Ihre Nachricht in den verschiedenen Mail-Programmen angezeigt wird. Im letzten Schritt wird Ihnen eine Checkliste mit den wichtigsten Punkten Ihrer Nachricht angezeigt. Vor dem Versand können Sie eine oder mehrere Testversionen an Ihre eigenen E-Mail-Adressen senden. Überprüfen Sie, wie die Nachricht in Ihrem Posteingang ankommt. Wenn alles in Ordnung ist, können Sie die Kampagne für einen späteren Versand terminieren. Oder sofort versenden. Herzliche Gratulation, Ihre erste Kampagne wurde versendet. Verfolgen Sie den Erfolg Ihrer Kampagne im Menü Statistiken.